Grüße Gemüse! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Shisha-Wallers. Genau. Heute haben wir etwas für euch, was schon lange Zeit angekündigt war. Jawohl. Und jetzt ist es endlich da. Es handelt sich um den Holster Smurf Daddy. Ihr bekommt hier 200 Gramm für 17,90 Euro. Standardpreis. Standardpreis, so sieht's aus. Genau. Ja, wie wir den Kopf gebaut haben, wie die Dose aussieht und so weiter und so fort, das zeigen wir euch jetzt. Also vorne auf der Dose haben wir einmal natürlich das Holster-Logo plus ein einäugiges Monster mit dem Schriftzug Smurf Daddy. Außenrum haben wir wieder nur Warnhinweise, das übliche, und obendrauf Holster-Logo und nochmal Warnhinweis. Da seht ihr einmal den Schnitt vom Holster-Tabak. Ist wieder ein sehr feiner Schnitt. Schnitttechnisch kann man uns da wirklich null beschweren. Molassetechnisch auch nicht. Ist auf jeden Fall gut in den Tabak eingearbeitet. Unten an der Dose hat sich jetzt nicht viel Molasse gesammelt. Ein schönes Schnittbild mit wenig Ästchen. Ich sehe jetzt nur ganz kleine. Ein sehr gut verarbeiteter Tabak. Gut, dann kommen wir als nächstes zum Kopfbau. Dosendesign, Schnitt und Kopfbau habt ihr gesehen. Wir kommen gleich dazu, erstmal zu sagen, was denn drin ist. Genau, also erstmal, die Angabe ist von Holster selber. Fruchtige Zwergenjoghurtmischung aus Brombeeren, Waldfrüchten und sauren Maracuja. Also ist auf jeden Fall angelehnt an Fruchtzwerge. Genau, und es steht noch, ja? Nein, es ist nicht cremig. Smurf Daddy wird garantiert zu deinem All-Day-Liebling. Das ist eine Ansage. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist wirklich eine Ansage, der wir auf jeden Fall auch auf den Zahn fühlen werden. Wir machen die Dose auf, halten Riechbaden drüber und dann schnuppern wir mal. Okay. Ich muss sagen, geruchlich verwirrt mich das Ganze ein bisschen. Okay. Es stimmt, es kommt nicht unbedingt eine cremige Note durch, aber es erinnert mich irgendwie an Keks oder Keksteig. Mhm. Es ist auch irgendwas Säuerliches, Spritziges ein bisschen dabei. Das könnte die Maracuja sein. Mhm. Und ja, so Waldbeeren. Waldfrüchte und Brombeeren. Waldfrüchte, Brombeer, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht, so, wie es riecht. Hm. So wirklich Waldbeeren oder Waldfrüchte könnten drin sein. Es ist auch so eine kleine herbe Note mit dabei. Also ich stimme dem Paul da voll zu. Es kommt so irgendwie wie eine Teignote mit rüber. Hm. Erinnert mich so ein bisschen an Fumari, wie zum Beispiel den Blaubeermuffin oder den Wastrel. Ja. So ein bisschen zumindest von diesem Teig-Touch her. Hm. Man merkt so eine leichte Frische auf jeden Fall. Da ist nämlich der Holster Booster noch mit eingearbeitet worden in den Tabak selber. Das kann man definitiv rausriechen. Dann kommt hier eine sehr fruchtige Note mit rüber. Die Maracuja, ja, rieche ich raus. Ist sehr süßlich gehalten auf jeden Fall. Mhm. Ja, mit der Maracuja ist noch irgendwas mit zusammen. Das können jetzt die Beeren sein, aber ich würde es jetzt nicht so bestimmen können. Deshalb für mich überwiegender Teil einmal die frische Note. Zusammen mit der Maracuja und dieser Teignote. Ja. Was mir gerade noch einfällt, Hauptkomponente soll ja Fruchtzwerg sein. Ja. Das erinnert mich tatsächlich irgendwie gar nichts dran. Ja, also wissen wir so an Joghurt. Ja, es hat so ein bisschen einen Joghurt-Touch. Ja. Aber es würde mich jetzt definitiv nicht an Fruchtzwerg erinnern. Also mich erinnert es wirklich eher an Keks oder Teig oder so. So ein bisschen, ja. Angeraucht ist die Pfeife. Der Alphons nimmt wie immer einen kräftigen Zug und wir zeigen euch die Rauchentwicklung. Ja. Rauchentwicklung ist sehr, sehr ordentlich. Dichter, weißer Rauch. Bombe. Auf jeden Fall top. Wir hatten am Anfang nur 2 Kohlen drin, weil wir ja noch davor ein bisschen geredet haben, dass es nicht zu heiß wird. Auch mit 2 Kohlen lässt er sich wirklich gut rauchen. Ihr habt ja ein super Rauchergebnis. Aber auch jetzt, nachdem wir die 3. Kohle drin haben, haben wir überhaupt keine Probleme, was die Hitze betrifft. Ja, es drückt nichts, es kratzt nichts, es läuft butterweich. Ich denke, für den einen oder anderen könnte es etwas zu viel sein mit 3 Kohlen, weil der Booster natürlich auch etwas stärker heraussticht, diese kühle Note. Aber für uns geht es auf jeden Fall klar. Kommen wir also zum Geschmack. Ja, das Ganze ist was Außergewöhnliches, was ich so noch nicht kenne vom Geschmack her. Vorab, es erinnert mich nicht an Fruchtzwerge. Man hat hier immer noch diese Teignote, von der wir gesprochen haben. Dann hat man die Maracuja-Note, die immer noch einen sehr süßen Touch hat. Und mit der Maracuja-Note kommt auf jeden Fall noch irgendwas mit, was vermutlich dann die Beeren sein werden. Aber das ist auf jeden Fall
ganz leicht im Hintergrund. Die Hauptkomponente ist definitiv die Maracuja für mich hier. Dann ganz stark auf jeden Fall kommt auch noch der Booster mit hervor. Und da muss ich sagen, das finde ich gar nicht so gut. Es hat so einen leichten Joghurt-Touch. Der wäre für mich aber besser rübergekommen, wäre diese frische, kühle Note nicht mit dabei gewesen. Er schmeckt auf jeden Fall gut, wird aber definitiv nicht mein All-Day-Favorit werden. Da gehen die Meinungen tatsächlich ein bisschen auseinander. Ich kann nicht sagen, boah, das ist der Fruchtzwerg, boah, das ist die Brombeere oder boah, das ist die Maracuja. Also ich schmecke tatsächlich keins von den drei Angaben wirklich raus. Es ist auf jeden Fall ein besonderer Geschmack, ein eigener Geschmack, den ich so auch noch nicht hatte. Diese, wie wir es genannt hatten, Keksnote kommt raus, die schmeckt man. Mhm. Es könnte ein Kekstouch sein, es könnte ein Joghurt-Touch sein, ich weiß es nicht genau. Es kommt auf jeden Fall irgendwie sowas raus. Mhm. Es hat auch wenn Holzer geschrieben hat, ist nicht so für mich eine leichte cremige Note. Mhm. Stört mich jetzt aber nicht. Der ist auf jeden Fall süß, der Tabak. Ja. Und meiner Meinung nach kommt noch so eine leichte herbe Note mit, was die Trauben bzw. Waldfrüchte sein könnten. Von der Maracuja muss ich sagen, merke ich tatsächlich fast gar nichts. Alles in allem aber wie gesagt ein sehr außergewöhnlicher Geschmack, ein eigenwilliger Geschmack, aber für mich auch ein leckerer Geschmack. Mhm. Für mich wird es wahrscheinlich auch kein All-Time-Favorite, aber ich könnte mir vorstellen, mir auf jeden Fall auch mal eine Dose zu bestellen und ihn so zu rauchen. Ich würde auch direkt zur Bewertung kommen. Ja. Ich gebe dem Tabak 7,5 Punkte. Es ist für mich ein guter Tabak, ein leckerer Tabak. Hat wie gesagt für mich oder meiner Meinung nach einen sehr eigenen Geschmack, den ich so bisher noch gar nicht hatte. Ja. Ich gebe dem Tabak 7 Punkte, weil ich diese frische Note für mich persönlich extrem störend finde mit dem Geschmack in Verbindung. An sich, der Geschmack ist was Außergewöhnliches, wie wir es besprochen hatten, aber es ist jetzt nichts, was mich komplett wegflasht. Ja, gut, dann kommen wir zum Schluss. Wir hoffen, wie immer, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den Tabak schon getestet habt, was ihr da raus schmeckt, weil, wie gesagt, das war jetzt unsere persönliche Meinung. Jeder sieht das ja etwas anders. Und ansonsten natürlich gerne abonnieren, dann unterstützt ihr uns ein bisschen damit, das würde uns sehr freuen. Und vor allem verpasst ihr keine Videos mehr. Und am allerwichtigsten, am allerwichtigsten ist natürlich, ist das Däumchen oben. Wird man dich loben. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.